Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus der Stappenbach in Oberfranken. Und ihr seht das hier, ne? Das ist Sieglinde. Sieglinde hat einen Einzelplatz gekriegt, nachdem wir jetzt alle 20 Schweine hier haben. Ihr glaubt das gar nicht, ne? Die ist bissig. Aber, ne? Die ist nicht läufig oder sowas? Nein. Schön hier, ne? Bissig, wenn man sie füttern will, wenn man sie sauber machen will. Jetzt ist sie im Kerker. Hier einzeln. Ne? Sieglinde, einmal noch, du. Ne, benimm dich, dann kommst du wieder zu den anderen. Ne, die anderen sind hier immer schön zusammen. Was mir aufgefallen ist, die Kartoffeln werden ziemlich schnell verbraucht bei 20 Schweinen. Könnte knapp werden das Jahr über. Also den Winter über. Ich hoffe, die überleben. Ein Schwein haben wir auch schon produziert. 6%. Also ich weiß nicht, was in den Kommentaren war, von wegen funktioniert nicht. Der Stall funktioniert doch. Wir haben schon ein Schwein produziert. Fertig. Alles gut. Mist und Gülle auch. So. Also, jetzt haben wir mit... Licht braucht ihr nicht mehr, oder? Nee. Nee, Licht braucht ihr nicht. Da kriegt ihr so hin. So, Tür wieder zu. 8 Grad ist nämlich noch... Bisschen hier. Bisschen Luft. So. Bisschen kühl, meine ich. Bisschen Luft. Wir müssen... in die Ernte. Das letzte Mal dieses Jahr. Also in die hier, wie heißt das Zeug? Mais. Die Maisernte fehlt noch. Dazu werden wir jetzt hier mal mit unserem guten Klaas losfahren. Erstmal lassen wir das Schneidwerk hier irgendwo liegen. Das lassen wir draußen liegen, weil das müssen wir nachher wieder vorne vorspannen. Wir haben ja nicht so viel Platz hier. So, den Traktor oder den Abfahrer habe ich schon... Ach, muss ja von innen. Den Abfahrer habe ich schon hingefahren. Werdet ihr auch staunen. Hab ein bisschen was umgemodelt, bisschen was... Ihr werdet gleich sehen. So. Lisa ist aktuell dabei, das Kartoffelfeld zu grubbern. Ja, sie bereitet schon mal quasi alles vor für die nächste Saat. Wir werden, denke ich mal, auch irgendwie Gerste oder sowas werden wir wahrscheinlich schon aussehen. Jetzt noch im Herbst, wenn die Zeit passt. Denn wir müssen ja auch noch sowas wie... Mal schnell. Letzten Grasschnitt. Da machen wir dann Grasballen von. Und wickeln die. Unser Nachbar hat einen kleinen Wickler. Ja, Grasschnitt, Grasballen und dann wickeln wir das ganze Zeug. Dass wir noch ein bisschen Silage hier für die Schweine kriegen. Ja, es wird immer rundum leuchtet. Licht können wir auch mal anmachen. So. Passt. Machen wir mal auf. Wir nehmen meinen Schleichweg zum Maisfeld. Führt quasi am Händler vorbei. Den Berg hoch. Ich warte jetzt mal ab. Also es passen so 9 Schweine, passen auf diesen Betimax, den wir da geliehen hatten. Ne? Ich habe leider noch keinen Ersatz für den. Deswegen immer noch diesen modernen Krams. Ne? Aber wenn wir 9 Schweine voll haben, miete ich den nochmal. Und dann fahren wir den ab. Also, fahren wir den ab. Bringen wir die Schweine weg. So, wird da ein Schuh draus. Wir fahren die Schweine ab. Tschüss, Schweine. Aber egal, nichtsdestotrotz. Maisernte, dann haben wir nämlich nochmal Futter drin, Mais. Das mit den Kartoffeln müssen wir im Auge behalten, weil wenn die tatsächlich mit 20 Schweinen nur einen halben... Weil guck mal, wir haben jetzt gerade mal den vierten Herbsttag von 9. Und, hoch, das war knapp. Das entspricht quasi dann nochmal 9 Wintertage, 9 Frühlingstage und 9 Sommertage, bevor wieder Kartoffeln fertig sind. Das ist eine Hausnummer, ne? Also von daher, mal gucken, abwarten. So. Lisa ist fertig. Ja, Lisa, dann bleib da mal einfach mal stehen. So, erstmal eben ganz kurz. Am Klaas hat sich nichts verändert. Aber an unserem Abfahrer hat sich was verändert. Ihr seht das hier schon. 25 km/h. Krone Emsland. 2 Stück. Das sind die vom ModHub. Als 6-Tonner und als 8-Tonner gibt es die ja. Das sind jetzt die 8-Tonner-Varianten. Im Emsland-Design. Und dann haben wir noch...
Oder da gibt es ja noch den 6-Tonner. Den werde ich als Ballenanhänger nehmen. Dafür werden wir unseren komischen Ballenplatte da verkaufen. Und dann holen wir noch zwei von den 6-Tonnern als Ballenladewagen. Auch von Emsland dann. Also auch von Krone. Finde ich genial, sehen gut aus. Ne, das sind die Standardräder. Gibt es einmal noch mit Breitreifen. Ich hätte den Drescher ausmachen sollen. Gibt es mit Breitreifen und den hier noch als Ballenwagen. Mit diesem, das nennt sich Mühlendreieck hier vorne. Dem Aufbau. Die 6-Tonner, da kann man entweder das Mühlendreieck nehmen. Also, dass er den hohen Aufbau hat. Oder Ballenwagen. Und beim 8-Tonner kannst du halt nur Ballenwagen mit Mühlendreieck oder den 8-Tonner nehmen. Der hat ja quasi dieser Aufbau hier oben, über der Linie. Der ist bei dem 8-Tonner ja noch oben drauf. Das hat der 6-Tonner nicht. Deswegen dieser Mühlenaufbau. Und der zusätzliche Verschluss. So. Wollen wir mal gucken, wie die Anhänger sich gleich schlagen werden. Erstmal jetzt hier. Wir ernten heute selber. So. Die Funzel kann aus. Das müssen wir noch sehr schön aufmachen. Und da müssen wir auch noch klappen. Ja, perfekt. Und dann wollen wir doch mal ansetzen hier. Fangen wir doch einfach mal hier vorne an. Wie gesagt, wir häckseln nicht. Wir benutzen das. Wir brauchen das als Futter. Daher passt das schon. Wird natürlich mit den beiden Drehschiemeln. Oh. Ja, wir können ja gar nicht ernten. Da müssen wir mal ganz kurz. Ich hätte jetzt gesagt, wir schneiden jetzt mal, aber wir machen jetzt einfach mal einen Zeitsprung. Ich mache den Drescher mal kurz aus. Habe ich ganz vergessen, dass man bei Feuchtigkeit ja oder bei nassem Boden ja nicht ernten kann mit dem Seasonbot. Mensch. Kann auch wieder nur mir passieren. Dann warten wir mal ganz kurz. Dürfte ja nicht allzu lange dauern. Bei dem, wir können ja mal in der Zeit, während wir hier warten, warten, dass es quasi erntereif wird. Hätten wir Licht aus? Och, nö. Batterie ist noch stark, habe ich neu gemacht erst. Der Ursus behält auf jeden Fall sein Dach. Das lassen wir jetzt über Winter natürlich drauf, macht ja Sinn. Und auf die Frage nochmal in den Kommentaren, woher der Ursus ist, ob ich den zum Download stellen kann. Nein, es ist nicht mein Mod. Und der ist ganz normal. Ihr müsst einfach nur bei Google Ursus C45 eingeben. So heißt das gute Stück. Und dann findet ihr den schon. Ne? Also ich werde ihn nicht zum Download hochstellen, weil ist ja nicht mein Mod. Ich lade ja keine fremden Mods hoch. Zumal ich selber auch gar keine Mods habe. Davon abgesehen, die ich selbst gemacht habe. Okay, es dauert doch länger als erwartet. Große Nachfrage für... nee. Warum ist eigentlich die Karte schon wieder auf? So. Könnten ja mal ganz kurz... so weit ist das doch gar nicht von hier. Komm mal her, wir machen mal ganz kurz einen Spaziergang. Ist jetzt doof, weil eigentlich sollte jetzt die Maisernte anfangen. Aber gut, okay. Fängt sie halt später an. Und ja, ich weiß, bevor es wieder in den Kommentaren steht, dass man das ausstellen kann, dass ich jetzt trotzdem ernten kann. Ich muss es nur ausstellen in Einstellungen, aber wozu? In Reell fährst du auch nicht ins Gemüse quasi, wenn es nass ist. Haben wir nämlich Wochenende erst wieder gesehen, wenn sich der Häcksler nach 2 Metern festfährt. Weil der Boden zu nass ist. Ja, und nur weil hier kein dynamischer Boden drin ist, wo man einsinken kann und stecken bleiben kann, kann man ja trotzdem so tun, als wäre der vorhanden, ne? Also, wenn nasser Boden, dann nasser Boden. Hi. Hi. Du, jetzt habe ich ja schon Amerikaner zu Besuch im Herbst. So. Und ja, ich weiß, es ist jetzt erntereif. Wir laufen jetzt trotzdem mal ganz kurz hier zu... War das nicht hier? Oh nein, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Oder? Habe ich mich verlaufen? Na. So gut wie. Geh gleich weiter. Geh gleich weiter mit der Ernte. Wir müssen hier mal ganz kurz
hier hoch. Und dann können wir da gleich über die Wiese gehen. Und dann sind wir schon bei... Ach, die kann man kaufen? Feld 115? Moment mal ganz kurz. 114. Hat er 114 dann gezeigt? 114, ja. Also ist tatsächlich noch eine... Die Wiese habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ist natürlich auch schick, ne? So mit Hanglage und so. Nehmen die Anzeige unten ausmachen und dann hasseln wir zurück. Wir können, glaube ich, wenn wir jetzt hier quer... Ja, wir hätten... Hm. Da so. Ach, Mann. So, dann haben wir die Anzeige unten nicht mehr. Also Emily, ja so, Emily, Lisa, ja, ist aber ein bisschen gepfuscht, ne? Ja, wollen wir nochmal nacharbeiten. Ich arbeite jetzt übrigens bei dem MF-Grubber im Curseplay mit 4 Metern Arbeitsbreite. Nur mal so am Rande. Ja, ein Träumchen, eine riesen Muku-Zucht. Das dauert noch. So viel Kohle haben wir nicht. Wir sind arm. Nein, sind wir nicht, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Später mal. Also, Traum ist natürlich, solche Zuchten zu haben hier, ne? So ein Milchviehbetrieb in der Größenordnung. Kann aber nicht alles haben. So, da sind wir auch schon wieder. Nu geidert los. Na, ich lass mir trotzdem an. So. Ah, sieht gut aus. Wenn wir uns mal so ein bisschen mit dem Lenkrad hier orientieren. Ne, quasi, ihr seht das ja direkt oberhalb des Lenkrades ist ja der mittlere Zinken vom Schneidwerk. Und damit werden wir jetzt hier mal so eine Spur anpeilen. Das passt. GPS haben sie ja alle nicht. Und ihr wisst ja, das Handy ist ja hier auch nicht so gut, was GPS angeht. Deswegen fahren wir ja manuell. Oh, da kommt aber... Das ist gut, da kommt einiges runter. Na, einiges ist jetzt übertrieben. Es kommt auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. Hat sich gelohnt, der Anbau. Fehlt vielleicht bei den Schweinen später einfach nur... Oh, Gottes Willen. Ja? Komm. Phil. Einmal bitte weggucken, Leute. Komm. Habe ich da wieder zu früh vorhin runtergekommen, ne? So. Zack. Eieieiei. Was, du hängst doch da gar nicht mehr am Hang. So, stell dich mal nicht so an jetzt. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, es sieht jetzt ein bisschen blöd aus, ich weiß. Aber ich muss das mal eben hier... So, passt es. Rinder. Dann nehmen wir einfach die Bahn hier vor uns. Perfekt. Ah, auch komisch jetzt gerade, ne? Hat keiner von euch gesehen. Musste mal eben erledigt werden. Oh! Die Textur hier, wenn man Mais schneidet, die sieht aber schick aus. Seht ihr das da auch noch im Boden? Gefällt mir. Muss auch gerne mal anschauen, wenn wir da vorne gewendet haben. Das ist das erste Mal, ne? Also hier sind ja viele Sachen von Forgotten Planes drauf. Und einige von denen hat man halt so auf anderen Maps noch nicht auf dem Schirm gehabt. Zumindest nicht auf denen, wo ich gespielt habe, ne? Einige werden jetzt sagen, ja, das kenne ich, ist bei meiner Map Standard, die ich spiele. Ja, vielleicht, bei meinen nicht so vielleicht.
Sieht echt gut aus. Sowas sollten sie im 19 auch standardmäßig haben. So Texturen für abgeerntet und nicht nur... Ups, falsche Taste. Nicht nur Stoppels, sondern auch hier... Dass da was liegen bleibt, wenn man schon weghäckselt. Weil der Drescher hier, er häckselt ja hinten immer. Mais legt man ja nun mal kein Stroh ab. Immer aber ordentlich Meters, ne, mit dem kleinen... Trotz, dass es so ein kleines Maiswerk vorne dran ist. So ein Mähwerk. Geht ordentlich voran. So. Hehe. Passiert uns nicht nochmal. Dafür sorgen wir jetzt. Ich sehe ja nicht, ne? Ich weiß, steht jetzt schon wieder in den Kommentaren. Vorgewende! Ja. Mache ich jetzt auf der Seite auch. Auf der anderen Seite haben wir die Wiese, wo wir wenden dürfen übrigens. Ne? Bevor das jetzt heißt, hier darfst du nicht einfach auf Nachbarsgrund. Doch. Den Nachbarn um Erlaubnis gefragt, da das alles da ein bisschen eng ist mit der Straße und allem. Ein bisschen vom Bestand hier weg. So. Dann passt das auch mit dem Wenden wieder. Ah, machen wir gleich nochmal, oder? Ja, komm her. Ja, noch ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind bekanntlich drei und mit dreimal sollten wir ordentlich Wendekreis hier vorne, Wendeplatz hier vorne haben. So. Zack. Siehst du wohl. Passt. Oh. Ja, passt nicht mehr. Mensch, sag doch mal einer, dass wir voll sind. Habe ich selber nicht drauf geachtet. Ich habe das 80er Piepen gehört, ja, aber gekonnt ignoriert. Hat. Passt. Schön. Also geht auf jeden Fall schon mal in den Anhänger rein. Das ist ja auch immer wichtig. So, liebe Lüt, ich würde aber sagen, ich mache das ganze Feldchen hier mal fertig. Wir kommen damit zum Ende. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.